An Depressionen zu erkranken ist eine schlimme Erfahrung. Sie geht immer mit verschiedenen Symptomen wie Antriebslosigkeit, Schlafstörungen oder übermäßiger Müdigkeit einher. Manchmal fühlt man sich so kraftlos, dass selbst tägliche Hygienemaßnahmen wie das Zähneputzen, Duschen oder die Haarpflege zur Herausforderung werden können. Kayleigh Olsen, eine Friseurin in Waterloo, Iowa, hat kürzlich auf Facebook eine Geschichte über einen depressiven Teenager geteilt, die viral geworden ist. Die 20-Jährige berichtete, dass die 16-Jährige jahrelang mit schweren Depressionen kämpfte und somit depressiv war, dass sie selbst ihre Haarpflege vernachlässigte. Der namenlose Teenager bat Olsen, sich rechtzeitig für Fotoaufnahmen ihrer Schule den Kopf zu rasieren, aber die Friseurin lehnte ab und verbrachte stattdessen 13 Stunden damit, ihre Haare zu retten. Olsen teilt die herzerwärmende Geschichte in ihren sozialen Netzwerken, um daran zu erinnern, dass psychische Erkrankungen Menschen jeden Alters treffen können. Die Friseurin, die eine Kosmetikschule besucht hatte, bekam über 160.000 Likes und 8.500 Kommentare für ihren Beitrag, der mehr als 67.000 Mal geteilt wurde. Laut Olsen war der Friseurbesuch des Teenagers eine der herausforderndsten Erfahrungen, die sie jemals gemacht hatte. Sie habe beschlossen, das Mädchen anonym zu halten. Olsen berichtete, sie hatte einen Punkt erreicht, an dem sie so traurig war, dass sie sich nicht einmal die Haare bürsten konnte. Sie verließ das Bett lediglich, um die Toilette zu benutzen. In ein paar Wochen fängt die Schule wieder an, aber heute sollen ihre Schulbilder gemacht werden. Als sie hereinkam, sagte sie zu uns, schneiden Sie einfach alles ab. Sie empfand sich selbst als vollkommen wertlos. Es brach mir fast das Herz und wir haben alles getan, damit sie ihre Haare behalten kann. Ich möchte, dass diese Geschichte eine Lehre für die Menschen ist, schreibt Olsen auf Facebook. Olsen, die nur ein paar Jahre älter als ihre Kundin ist, fährt fort. Psychische Krankheiten können Menschen jeden Alters betreffen. Eltern sollten diese Situation ernst nehmen und ihre Kinder nicht einfach ignorieren. Kein Kind sollte sich jemals so wertlos vorkommen, dass es nicht einmal mehr seine Haare bürsten will. Nachdem wir gestern und heute mehrere Stunden Zeit aufbrachten, konnten wir sie zum Lächeln bringen und ihr Selbstbewusstsein verbessern. Sie verabschiedete sich mit den Worten, ich werde heute tatsächlich für meine Schulbilder lächeln. Dank dir habe ich das Gefühl, wieder ich selbst zu sein. Für ihren Einsatz bekommt Olsen online viel positives Feedback, denn nach der mehrstündigen Haarbehandlung können sich die Haare wirklich sehen lassen. Sie glänzen gesund, gepflegt und fallen der Schülerin in sanften Locken über die Schultern. Eine Nutzerin schreibt, du hast tolle Arbeit geleistet. Die meisten Leute wären den einfachen Weg gegangen und hätten ihr einfach den Kopf rasiert. Aber du hast dir Zeit für sie genommen und ihr gezeigt, dass auch sie Schönheit und Wert hat. Was für eine unglaubliche Geschichte. Kennst du auch jemanden, der unter Depression leidet? Dann hilf diese Person. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Dir gefallen Stories und Ereignisse rund um die Welt? Dann bist du bei Zeitgeist genau richtig. Abonniere jetzt kostenlos, aktiviere die Glocke und sei ein Teil von Zeitgeist. Nun verpasst du keine Videos mehr.